Kurz, mein Name ist Nico Schotelius, bin von der Ungleich GmbH. Der eine oder andere kennt mich, ich habe auch schon recht viele bekannte Gesichter heute hier gesehen. Ich möchte einfach einen ganz kurzen 5-Minuten Teaser machen zu dem Workshop, der nachher stattfinden wird. Da zunächst einmal, was ist überhaupt CDIST? Wir haben vorhin schon so ein bisschen das Thema Configuration Management gehabt, Skripte. CDIST ist halt auch ein Konfigurationsmanagement-Tool, was im Vergleich zu den anderen recht neu ist. Wir haben es eigentlich vor ein paar Jahren, Ende 2010 angefangen zu entwickeln, eigentlich auf Basis von dem, was dort so ein bisschen vorhanden war, und haben halt versucht sozusagen, die Fehler, die andere begangen zu haben, halt zu vermeiden. Von daher, von den Features, was CDIST hat und wie es aufgebaut ist, wird es halt sozusagen Next Generation Configuration Management betitelt. Wer damit genau nachher mehr wissen will, würde ich sonst auch was erzählen im Workshop. Genau, ganz kurz zur Übersicht für die Leute, die interessiert sind oder noch nicht interessiert sind, aber gleich interessiert sein könnten, von den Features. Wir haben vorhin bei Axelleris und auch bei etc. gesehen, so viel von den Workflows basiert noch auf Shell-Skripten. CDIST selber ist eigentlich auch gedacht für Sys-Admins und darum eigentlich alles von Types, die so existieren, in ShellScript implementiert. Aber in einer Art und Weise, dass die Sachen idempotent laufen. CDIST ist push-basiert, das heißt, man kann zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ich möchte jetzt meine 5 Rechner dort konfigurieren. Und genau die, das hilft halt recht stark, wenn man halt Hochverfügbarkeitslösungen hat. Wir behaupten, es sei gut dokumentiert, andere Systeme damals nicht so waren. Es ist skalierbar, wenn ich im Moment 500 Rechner habe, ich konfigurieren möchte, parallel, und morgen 1000 Rechner habe, dann kann ich einfach einen zweiten Rechner dazustellen und den nutzen, um meine anderen 500 Rechner zu konfigurieren. Und vom Design her, das war uns recht wichtig, also ursprünglich haben wir das Tool entwickelt in der ETH Zürich, was uns wirklich wichtig ist, dass wirklich ein Scale-Out hat. Dort sind wir nicht ins Problem reingelaufen bei anderen Tools, die halt nachher bei 100-200 Rechnern halt recht langsam geworden sind. Ja, ansonsten, was halt recht unterschiedlich ist zu den meisten anderen Konfigurationsmanagementsystemen, CDIST ist ein Zero-Dependency Configuration Management System. Das bedeutet, wenn ich meine Rechner konfigurieren möchte, muss ich nicht erstmal dort einen Agent installieren oder den Rechner vorkonfigurieren. Das Einzige, was ja nötig ist, ist dort SSH läuft. Genau. Ein anderes Thema, wir hatten es heute schon ein bisschen, so die Qualität soll recht hoch sein, da achten wir bei CDIST auch sehr stark drauf. Wir machen es eigentlich so, dass wir zweifach ein Code Review haben für alle neuen Sachen. Unsere Ausrichtung bei CDIST ist eher weniger Funktionalität anzubieten, dafür aber Funktionalität, die sicher funktioniert. Und ich weiß sozusagen, welche Konfigurationsmanagement-Tools es da draußen gibt. Irgendwann wird sich jemand von euch die Frage stellen, was ist denn mit irgendwie so externen Modulen und mit ganz viel Support? CDIST hat recht viel Support für so Standardsachen wie User, wie Mail-Server, sind alle im Core drin. Aber es gibt keine, sozusagen bis jetzt so, keine freien Market oder irgendwie so etwas mit dem Hintergrund, dass die Sachen, die wir halt mitliefern, und die sind alle Open Source und werden auch immer Open Source bleiben, die sollen eine recht hohe Qualitäts Standard halt genügen. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen noch sozusagen neugierig machen können und würde mich freuen, sonst nach einem Workshop zu sehen oder halt in der Pause mich auch für Fragen offen. Mhm.